Moinse, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Kebab-Simulator. In freudiger Erwartung von Minimum 28, maximal 35 Gästen. Oha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und da steht auch schon eine 8. Leck mich fett, warum kommen denn so viele? Sind die denn bescheuert? Na gut, egal. Wir starten. Wir fangen an zu kochen. Ich habe schon einiges vorbereitet hier. Zum Beispiel mein Dönerfleisch. Aber was heißt, ich habe es ja gestern schon abgeschnitten, als es noch nicht durch war. Vielleicht haben wir ja Glück. Und das wird alles so zusammen gar. Dann, ja, vielleicht das so drauf. Wenn das so geht, wäre cool. Oh, das Fleisch braucht aber um einiges länger als das Gemüse. Ah. Das ist nicht so gut. Das verbrennt schnell. Moment, ich muss das mal kurz runternehmen. Nein! Ah, so ist halt gute türkische Küche. So, jetzt nehmen wir gleich den Teller. Und dann sammle ich das Gemüse wieder auf. Mist. Okay. So. Gut, was haben wir hier? Döner. Wo ist er denn da? Und irgendwas? Oh. Okay, es hat auf jeden Fall funktioniert. So ist nicht schlecht. So, das erste Mal machen wir jetzt den Pilzkebab, meine Freunde. So, als nächstes kommt dann der. So, hier müssen wir aufpassen. Wir müssen wieder flippen. So. Okay. Suppe ist am Durchbrutzeln. F ist nehmen. Genau. F ist ablösen. R ist drehen. Mann. So. So. Pilzkebab. Oh. Hitze? Wie Hitze? Der will mich doch verarschen. Der war doch voll drauf. Ja. Du mich auch. Verarschen kannst du wen anders. So. Ballern wir das hin. Ihr habt es doch auch gesehen, oder? Der war drauf. Der hat gebrutzelt. Da war alles voll, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Aber dich machen wir nicht damit drauf. So. Das will ich mal ausprobieren, ob das trotzdem geht. Ja, das machen wir. Und so. Da geht das vielleicht ein Ticken schneller. Brutzelt das? Okay, das brutzelt. R für flippen. Ja, das geht alles. So, den einmal drehen. Und den können wir gleich abziehen. Er ist gleich fertig. So. Hä? So, Moment, das wieder drauf. Und das ist der... Der kocht. War das Tomate? Nee, Aubergine. Oh. Abzieht. Hier drauf. Oh. So. Verkocht 77%. Du mich auch. Das ist erste Güte, erste Sahne. So, mach einfach auf die Kiste. Und dann sollen die sich mit denen rumschlagen. So. Mach mal kurz aus. Das lassen wir an. Ich stelle hier schon mal einen neuen Teller hin. Um ein bisschen Zeit zu sparen, wisst ihr? Okay, der möchte den Tomatenkebab. Okay. Pilzkebab schon einer weg. Jetzt kommt Suppe und noch einer für... Ist das Tomate oder Pilz? Könnte doch Aubergine sein. Die sehen alle gleich aus. Welcher ist es? Das ist Aubergine, okay. Die ist auch Aubergine. Tomate. Aha, 45.
Der ist Pilz, okay. Boah, das ist echt krass viel. Wie gut, dass ich so viele Plätze hier habe. Tomate, Tomate. Die wollen schon mal wieder Tomate. Okay, Moment hier mal. Ja, egal, komm. Machen wir einfach. So, drauf. Du nach da und an mit dem Ding. So. Dann werden wir gleich als nächstes noch einmal Tomatenkebab mal zu die Kiste herrichten. So, okay. Hier brutzelt alles schön vor sich hin. Döner ist auch bald erledigt. Komm, 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 komm. Das verbrennt mir gleich. So, hier. Das war, genau, Tomatenkebab. Sehr schön. Aubergine. Wir holen schon mal das Ding raus. Ey, mach richtig zu. So, gut. So, Suppe. Auberginenkebab. Da habe ich auch schon was vorbereitet. So, und... Okay, da, der will Suppe. Mach gefälligst sauber da vorne. Steh nicht blöd rum. Mach's sauber. Ja. Okay, Aubergine. Wow. Okay, dann machen wir die Aubergine jetzt drauf. Das Ding nicht. Aber das. Nein! Mach doch nicht so einen Mist, Alter. So, genau. Aubergine-Kebab brauchen wir. Das war die Suppe. Okay. Warte, sobald ich den gedreht habe, mache ich Suppe. Ich brauche einen zweiten Koffer. So, Suppe. So, das ist gleich durch. Das auch. Okay, so, dahin. Das Ding wird aufnehmen und so. Gerade zur rechten Zeit, da kommt schon der nächste. Tomatenkebab. Wir wollen schon wieder Tomatenkebab. Mach mich irre. Ich habe keinen Tomatenkebab mehr. Oh oh. Oh, Teller sind auch leer. Mist. So, Tomatenkebab weiter. Das war der hier. So, einmal kurz hinhängen. Tu mal eben weg. Ihr braucht Tomate. So. Was ist jetzt alle? Der Döner. Döner und Pilzkebab. Okay. Pilz, Pilz, Pilz haben wir da unten. Nein, stopp. So. So, Tomatenkebab. Mach auf die Tür. Ich habe keine Zeit dafür. Da glaube ich das, ne? Ja, Moment. So, das ist am Durchbrutzeln. Oh. Gleich, 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 Freunde. Geht gleich los. Oh. Mama mia. Ja, 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 ja. Okay. Hier, Pilzkebab. Oh. Er war nicht heiß. Als ob. Als ob. So. Der Tomatenkebab fehlt schon wieder. Ach, hier haben wir es ja, genau. Kartoffeln, Zwiebeln. Erstmal weg. Da
Kartoffeln, Zwiebeln und dann kommt da noch ein Stück Petersilie drauf. So. Mach zu die Tür, das wird kalt da drinnen. Warm. So, okay. Das brutzelt schön durch. Ja, die möchten das Ding haben. Okay. Moment. Okay. So, hier. Tomatenkebab. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow, was war denn das? Jetzt ist die Bude voll, jetzt ruckelt es hier wie bekloppt. Okay, die wollen Döner. Der Tag ist aber auch gleich schon wieder rum. Einmal kurz runter. Damit das mir hier nicht alles so schwarz wird. Okay. Hey, das ist doch dahin. Okay, ist gleich durch. Gut. Und Kebab. Döner meinte ich. Boah, ist das am Ruckeln. Oh, so, erstmal aus. Jetzt wird wohl keiner mehr kommen, denke ich. Ey, was ist los da vorne? Warum macht ihr denn nicht sauber? Hier sieht's aus wie sonst wo. Oh Mann. Die spinnen doch. Wow, nur noch 3 Teller. Ja, weil du nicht abgewaschen hast. Was ist los mit dir? Momentchen mal. Gucken, ob er abwischt, wenn ich so mache. Du kriegst keine Bezahlung, wenn du nicht abwischst, ne Freundchen. Was ist los? Muss ich das auch noch selber machen hier, oder was? Hä? So, aha. Wir haben ein bisschen gebraucht, wa? Spinn doch, Alter, die spinn doch richtig. Oh Mann. Fast meine kompletten Vorräte hier aufgebraucht. So. Das kommt erstmal wieder da rein. Okay, achso, ich muss den Kram ja abräumen. Sonst kommt morgen der Gesundheitsinspektor und schimpft wieder mit mir, wie bekloppt. So, hier, bitteschön. Mach deinen Job vernünftig. So. Oh, ich habe die ganze Zeit die Musik ausgelassen. Ah, ich denke, das hat nichts gemacht. Das war uninteressant. Da ist ein Spieß. Ah, hier ist auch noch ein Spieß drin. Okay, wie schaut's aus? Können wir... Oh, wir können ein Gourmet einladen. Da gibt's einen Ofen. Einen Backkram. Und 8 neue Rezepte. Knuffig. Wie schaut's mit der aus? Okay, ist noch nicht voller frei. Hier gibt's noch ein paar mehr. Monsieur Anton, Abby und der Master. Okay. Bank... Gut. Ihr arbeitet ja jetzt. Jetzt ist alles in Ordnung. Huch. So, wir haben 9 Sachen frei bekommen. Ach ja, hier, ne? Ja. Nach 3 Level, da kommt das da unten auch noch dazu. Uhu. Aber ich möchte hier. Ja, so. Serviertisch sind der Ort. Servieren fertig gemacht werden. Platzieren im Gericht. Okay. Ich will da mal gucken. Ja, seht ihr, da ist... Aha, aha. Ja, Momentchen. Moment. Wir brauchen davon ja ein paar, ne? So, ich mache jetzt erstmal... Nein, den lasse ich stehen. Ich fange hier vorne dann mal an. So. Erstmal einlagern. So, jetzt kaufe ich den ersten davon. Nee, hier. So.
Den stelle ich dann hier ran. Kosten verflucht viel Geld. Moment. 2, 3, 4 und 5. Okay, gut. Gib das mal eben. Okay, jetzt. Das hier wird auch eingelagert. Super. Und nun den anderen Kram raus. Aha. Aha. So will ich das sehen. Ach, das sieht doch gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus so. Ach, der denn? Der Typ ist durch. Ich brauche einen neuen Mitarbeiter. Der Typ ist krank. Okay, das hätten wir. Hier ist alles zu, aus und so weiter und so fort. So, ich mache mich dann vom Acker. Tada. Und tschüss. Ich denke, es war ein recht erfolgreicher Tag. Ich habe 3 Level genau dazu bekommen. Ich war bei 44, ein ja, bisschen weniger als da. Au, ist das laut. So. 440, 432, 484 kosten die. Oder müssen sie bezahlen dafür? Sehr schön. Uhu. Aha. 220 Gewinn gemacht. Also da zumindest. Hier kommt dann nochmal 620 zu. Also sind es 820. Ey, ich bin ein richtiger Kapitalist heute. 35 Kunden mal. Boah. Was? Na gut, meine Freunde. Das soll es dann aber gewesen sein für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abo natürlich wäre auch mega. Und Kommentare. Haut mir eure Kommentare um die Ohren. Wie gesagt, ich beantworte alles. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Video. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen guten Appetit. Ciao.